So, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Nächste Folge Planet The Planet Crafter. Ich, ja, mach den Start relativ kurz, da nicht sehr viel passiert ist. Oder, ja, ich auch nicht viel zeigen kann. Ich habe jetzt einfach noch eine Heizung gebaut und so ein, was war das, Algengenerator 1. Aber wir sind immer noch dabei, ja, quasi den Terraforming-Index nach oben zu treiben und die Pflanzen. Neue Sachen aber nicht. Ich bin jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend gelaufen und deswegen, ja, starte ich die Folge jetzt einfach so. Ich bin in diesem Stelengebiet. Oh Gott. Und jetzt habe ich vergessen, wo es ist. Und bin da. Oh Gott, hier ist er. Habe eine goldene Kiste gefunden. Zufälligerweise hier hinten. Oh, eine Rakete. 600, sehr geil. Und das nehmen wir alles mit. Ja, also die goldene Kiste im Stelenfeld. Ich kann euch... Es gibt keine Map irgendwie. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel, was man so findet. Ja doch, das muss ich mitnehmen. Weil ich glaube, da vorne stand auch nochmal was rum. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich hier nur so ein bisschen umhergeflogen. Oh, hier ist eine Höhle. Cool. Iridium. Warte mal, ist hier hinten schon alles geschmolzen? Bist du? Osmium. Geil. Vibrationen niedrig, ja. Osmium nochmal. Sehr gut. Nehmen wir natürlich mit. Haben wir überhaupt gar nicht mehr. Schwefel nehmen wir auch mit. Gucken, wie viel... Ah, schade. Wie voll wir die Tasche kriegen. Hier ist nochmal Osmium. Die Stäbe muss ich alle mitnehmen, leider. Ah, den Bioklumpen eigentlich auch. Ach so, ja. Und ich habe noch ein bisschen Aluminium gefarmt. Ah, scheiße. Jetzt habe ich hier so eine Basis noch. Oh, kommen wir da oben durch? Ja. Gut. Wir bauen eine Basis. Damit wir unsere Taschen ein bisschen leerer kriegen. So, dann nehmen wir auf jeden Fall das Osmium mit. Und... Ja. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber wir kommen hier auf jeden Fall durch. So, gucken, was wir so alles mitnehmen können. Und was uns... Oh, ist das ein neues Gebiet? Oh, ein neues Gebiet. Schön. Was wächst denn hier? Also, wächst Silizium. Okay, dann können wir doch noch ein bisschen die Folge weitermachen. Shit. Ich gehe nach Hause. Ich mache mal meine Taschen leer. Und dann werden wir nochmal hierher zurückkommen. So, nochmal ganz kurz auffüllen. Die Basis können wir dann mitnehmen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Haben wir nicht noch Platz? Ja. Bisschen Osmium. So, und jetzt... Oh Gott, ich merke mir, wo das ist. Oh Gott. Keine Ahnung, ob ich das jemals wiederfinde. Ich weiß auch gar nicht, wo ich rauskomme. Ach, hier hinten komme ich raus. Okay, das ist einfach. Das ist ja easy. Ja, ihr seht, es wächst. Also der See, der wird extrem hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Basis da oben irgendwann doch unter Wasser steht. Ach, hier ist übrigens der dritte Algengenerator. Cool. Das ist ja sehr kurzer Anfahrtsweg. So, dann einmal Taschen leeren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas habe. Ach ja, Aluminium. Draußen müssen wir noch schnell was austauschen. Urin. Das nicht. Das kommt weg. Dann T2, ihr beiden und du.
und T3. Zack. Sehr geil. Ja, einmal essen, einmal die Rakete, die stellen wir vorne hin. Vergessen, wie das ging. Ah ja, so. Cool. Bin ehrlich, sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Ah gut, meine Fantasie, meine kranke Fantasie ist das wieder. So, was haben wir denn hier drin? Achso, ich kann ja einfach aufklicken. Cool. So, hier sind 300er, den ersetzen wir natürlich. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen bessere Statistiken. Diese Kiste ist übrigens randvoll. Also, ist keine Kiste. Wir können aber eine Kiste mal bauen. Ach Gott, Alter, eine Kiste. Nee, die ist ja im Inventar. Ein Eisen. Das sollte drin sein, ja. Sortieren. Dann nehmen wir mal sämtliche normalen Pflanzen mit. Die müssen nämlich nicht hier hin, sondern die kommen, wenn dann, zu den Pflanzen jetzt da draußen einfach. Wasser, Essen. Ist okay. Warte mal, kann ich hier mal so eins reinpfeifen? Dann passt das. So, ich setze jetzt einfach hier eine Kiste noch hin. Okay. Ich kann keine Kiste in die Wildnis setzen. Das ist doch scheiße. Warte mal, dann packen wir hier ins Labor einfach noch eine Kiste. So, dann kommen hier einfach die ganzen Pflanzen drin. So, Kiste ist auch fast voll. Ist aber nicht so wild. Gut, dann düsen wir wieder ins neue Biom. Wir können uns auf dem Weg dann auch gleich nochmal ein bisschen Osmium und Schwefel mitnehmen. Und schauen uns einfach mal an, was da hinten alles so zu finden ist. Ja, Sauerstoff haben wir eigentlich. Schaffe ich das? Ich habe keine Ahnung, ob das hier möglich sein sollte. Aber wir düsen hier mal kurz rum. Nein! Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich bin im Berg. Ja. Ja. Ich bin durch die Wand geglitscht und komme auch nicht mehr raus. Okay. Das ist schwierig jetzt. Wo bin ich denn durchgeglitscht? Weiß das noch einer? Hier irgendwo. Ah, oh, sehr gut, ich bin wieder draußen. Gut, wir lassen's. Ist ja, wie man unten rechts noch unschwer erkennen kann. Achso. Immer noch im Early Access. Wie gesagt, sollte theoretisch nicht möglich sein, aber egal. So, ich hoffe, wir schaffen's noch. Nicht, dass ich jetzt hier ersticke. Obwohl, wir haben noch ein bisschen was übrig. Ich hoffe, dass ich die Höhle schnell wieder finde, aber die müsste, glaube ich, da rechts sein, ne? Ja. Gut, kann man auch an diesen Dingern hier erkennen. Sehr gut. So, Iridium lasse ich liegen. Mich interessiert erstmal nur Schwefel und Osmium. So, mitgenommen. Haben wir noch Osmium hier liegen? Sehr gut, gib mal. Es schmilzt schon sehr schnell. Da ist noch Osmium. Schwefel, aber Osmium ist eigentlich viel wichtiger. Okay, hier sieht es dann relativ leer aus. Und hier müssen wir wieder rauskommen, ne? Ja.
Okay, cool. Neues Biom. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier bei den Felsen... Ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder irgendwo durchglitsche. So, das nehmen wir mit. Ansonsten hier so wirklich krasse Ressourcen gibt es hier nicht. Wir sind hier einfach mal so ein bisschen umher. Da geht es auf jeden Fall wieder in eine Wüste. Okay, hier ist Wüste. Das ist auch nicht so spektakulär hier hinten, ne? Aber vielleicht finden wir noch das ein oder andere. Oh, was ist das? Oh, ist das Uran? Schade, ich hätte gern was zu essen. Ist das Uran? Oh. Alter, eine Uranhöhle, geil. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja Jackpot. Ultra gut. Eine richtige Uranhöhle. Cool. Was zu trinken? Oh ja, sehr gut. Nee. Sehr geil. So, wo geht's hier hin? Ach, hier geht's ja raus. Okay. Sehr gut. Das hat sich aber schon gelohnt. Einfach nur für das Uran schon. So, ich denke, hier wird Ende sein, wa? Mal kurz. Goldene Kiste. Ist ja ernst. Hier ist das Stelenfeld. Wieso kommt man denn hier einfach so durch? Oh, ich habe übrigens keinen Sauerstoff mehr. Okay, da war bestimmt vorher auch... ein Eisberg, dass ich hier nicht durchkomme. Weil das wäre ja sonst... richtiger Quatsch. Oh. Okay. Hä? Okay, das ist die Wüste, die kennen wir aber auch schon. Also wir sind ja beim letzten Mal von dem Bogen aus mehr oder weniger nach links gelaufen. Eine Höhle? Nee. Dann gucken wir uns mal die andere Seite an. Ja, fast voll. Oh, Super Legierung. Ja, das ist Wüste. Weiß aber nicht, ob da hinten noch irgendwas kommen kann. Da bin ich mir unsicher. Wir gehen nochmal zurück in das komische Biom. Hier. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Besonderes. Oder vielleicht auch nochmal eine Special-Höhle oder sowas. Gibt, glaube ich, auch noch Ressourcen, die wir gar nicht kennen. Hier wird es in die Wüste gehen. Ja. Hier ist nichts Besonderes. Warte, was bist du? Eis. Also ressourcentechnisch nicht der Bringer. Ich weiß nicht, ob das hier auch eins der Startbiome sein könnte. Gibt ja mehrere Startpunkte in dem Spiel. Die Kiste hatten wir schon. Und vielleicht ist hier hinten... Oh, was ist das? Hier hinten vielleicht nochmal ein anderer Startpunkt.
So, wir müssen gleich mal die Basis aufbauen. Was ist denn das? Oh, da ist irgendwas Lilanes. Oh nee. Oh nee. Ich habe einen einzigen Platz. Scheiße. Was bist du denn? Pulsarquarz. Errungenschaft. The Pink Rare Ore. Was bist du? Alu? Fuck. Okay, sorry. Wir müssen die Basis hier setzen. To build a base. Warte mal, können wir hier... Nee, wir konnten nur so einen Punkt setzen. Wo war denn das? Oh, hier, Leuchtfeuer. Titan, Silizium brauche ich noch. Wo ist Titan? Oh, Silizium. Komm schon. Gib mir einmal Silizium. Was bist du denn? Zeolit. The White Rare Ore. Weiß ich, brauche einmal Silizium jetzt noch. Oh, bist du Superlegierung? Alter, was ist denn das hier für ein Ort? Da ist, glaube ich, Situation. Ja. Okay, ich muss mir hier einen Punkt setzen. So, kann ich hier die Farbe ändern? Ja. Machen wir es mal weiß. Ja. Oh mein Gott. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, für was ich diese Sachen brauche. Aber erstmal haben. Hier ist übrigens auch Silizium. So, Pulsarquarz. Da ist nochmal so ein Zeolit. Habe ich übrigens gerade tatsächlich in den Errungenschaften gelesen. Ich habe ja aus Spaß mal wieder reingeschaut. Was man so noch finden kann, beziehungsweise an Errungenschaften noch holen kann. Alter, hier liegt sogar normales Osmium rum. Da ist nochmal Zeolit. Zwei haben wir noch. Da haben wir noch was Pinket. So, jetzt eine Special-Sache noch und dann hau ich erstmal ab. Was ist denn hier los? Okay, ist vorbei. Boah, wie es aussieht. Wo ist die Kiste? Superlegierung. So, trinken können wir. Ja, hier Iridium. Doch, Iridium lassen wir. Nein, hier ist nochmal alles. Scheiße, ich muss aussortieren. Oh, ich kann nicht aussortieren. So. Alter, ich drop echt Uran. Ich kann kein Uran droppen. Scheiß drauf, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, für was ich das brauche. Also es liegt auf jeden Fall hier noch eine Menge rum. Also eine Menge ist gut. Ein bisschen was. So eine Kiste. Dünger. Komm, einmal Dünger nehmen wir mal mit. Alu ist jetzt egal. Mal, wir können auch... Ja, ist egal. Da ist nochmal diese Quarzit. Okay, wir düsen erstmal zur Zwischenbasis und dann geht's nach Hause. Da. Dann müssen wir erstmal einsortieren. Muss ich eine neue Kiste machen, ne? T4? Wobei, wir können es auch bei T3 reinmachen. So, gut. Wie geht's nach Hause?
Eigentlich müsste ich nur die Höhle finden. Boah, easy. Ja, das ist die Höhle. Oh, das ist ja aber wirklich gar nicht weit weg. Cool. So, links. Durchs Stelenfeld. Und jetzt müssen wir gleich wieder beim See rauskommen. Ah, der Jetpack ist so eine Erleichterung. Jawoll. Oh, sehr geil. Hab ich doch noch eine Folge gefüllt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich nur die goldene Kiste euch zeigen. Und zack, haben wir ein komplettes neues Biom erschlossen. Plus zwei Höhlen. Sehr, sehr schau. Die standen übrigens alle mal am Strand. Da ist jetzt schon wieder einiges dazugekommen. Wir müssen gleich mal gucken, bei wie viel Prozent wir jetzt sind. Ich glaube, ich habe vorhin die Aufnahme gestartet bei 25% oder so. 40. Alter Schwede. Sehr krass. Cool. So, dann sortieren wir den ganzen Spuk mal ein. Übrigens hier der Schrank, der platzt aus allen Nähten. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6. Ach, scheiße, geht gar nicht. Ich müsste die Werkbank eigentlich nach hier hinten mal setzen. So, jetzt wird es auch wieder dunkel. 2, 4, 6, 7, 8, 9. So. Abgelegt. Sortiert. T2 ist das hier und das. Wir machen hier jetzt alles T3-mäßige rein. Du nicht. Ja, ihr wärt theoretisch T4 sogar. Ich glaube nicht, dass man davon allzu viel findet. So, Dünger. Keine Ahnung, für was ich das brauche. Cool. Sehr, sehr cool. Ja. Ich kann euch eigentlich jetzt gerade wieder nicht mehr zeigen. Wir können kurz mal hier durch die Statistiken gehen. Also, Biomasse. 8 Kilo noch. Dann haben wir den Algengenerator T2. Alter, 80 Tonnen Pflanzen. Pflanzenrakete, die Geschwindigkeit. Was in, mit der sich das Moos ausbreitet? Im Weltraum wird aus Planeten weiter Bonus aktiviert. Cool. Blumenstreuer T2 vor allem. Baumsamenstreuer. Scheiße. Also der Algengenerator ist das nächste. So, hier See, Wassersammler, da sind wir noch nicht mal bei der Hälfte. Hier, das hatte ich eigentlich auserwählt, die Heizung. Nee, Quatsch, das hier, das... Nee, auch nicht. Was war denn das? Bei irgendwas waren wir relativ weit. Bei der Wärme, glaube ich. Hier. Biokopula T2 kriegen wir bald. Und das erzeugt Baumrinden. Okay, Bohrerstufe 4. Und hier sind wir auch noch weit weg, ne? Naja, Kernreaktor könnten wir bald sogar schon nächste Stufe haben. Aber der Biokopula T2. Das ist, glaube ich, das Update vom Biodom, oder was? Also, den haben wir gleich. Ich denke mal, das wird das nächste sein, wo wir uns dann wiedersehen werden. Da hier. Schmetterlingsfarm. 3,25 Kilotonnen. Wir sind bei Kilogramm. Baumsamen Cernea. Oder Cernea. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese ganzen Sachen kriegen. Hochwertiges Essen. Bauernhof im Freien. Also das Spiel hat noch einiges.
einiges vor sich. Gut, ich lasse weiterlaufen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich beim Biokopular. Ja, vielleicht warte ich auch, bis der Algengenerator T2 auch noch fertig ist. Dann haben wir gleich zwei Sachen, die wir machen können. Und dann bedanke ich mich. Ich denke mal, ich werde offscreen jetzt nochmal nach da hinten reisen. Gucken, was ich da noch so alles finde an, ja, neuen Ressourcen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mit dem Bau neuer Sachen beschäftigen. Ne? Bis dahin, meine Lieben. Adieu.